Coach, Beziehungscoach in Hamburg. Nähe von München und Berlin. Und ja, heute kommt mein persönlicher Jahresrückblick. Sollte man das alles nicht zu ernst nehmen, was ich jetzt sage, aber oh, was für ein Ver... Ja, echt. Also, meine Güte, ey. Ich hab mir das ja echt komplett anders vorgestellt. Also, wie ging's los? Ich dachte, ganz normal, schön Snowboard. Ich habe vorgenommen, endlich mal dieses Jahr richtig Zeit zu nehmen für Snowboarden und was weiß ich. Und was passiert? Lockdown! Gleich wieder Bums. Hatte noch alle Skisachen da noch liegen. Zack, Bumm, erstmal alle Lüfte zu und dachte mir, das kann nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein. Aber was wir noch geschafft haben, war ein wunderschöner Jordanien-Urlaub. Also das haben wir gerade noch vor dem Lockdown hingekriegt. Und das war für mich echt das Highlight dieses Jahr mit, weiß nicht, ob ihr schon mal da wart in der Gegend, das Heilige Land. Heute riesige Wüsten, Amman, das Tote Meer, das war so abgefahren. Als wir da waren, da war zufällig, war irgendwie so eine Art Beten für den Nahen Osten oder so. Ich dachte, wieso kommen wir am Toten Meer, im Hotel, kommen wir auf einmal so zwei Häuptlinge und zwei Rabbiner und zwei, ich weiß nicht was. Dann haben die da, also scheinbar aus der ganzen Welt, irgendwie so Gruppen, haben da gemeinsam gebetet. Ein bisschen später wusste man, wofür die wahrscheinlich gebetet haben. Nicht nur für den Nahen Osten, sondern ja, für die ganze Welt, für dieses Jahr. Meine Güte, aber das war so ein abgedrehter Moment. Also ja, ansonsten, Jordanien ist echt cool, weil wir sogar nochmal tauchen. Auch das hat so viel nicht geklappt dieses Jahr, ey. Meine Güte, ey. Überhaupt würde ich sagen, für mich war ja dieser Bereich in meiner persönlichen Bubble, die Leute, die um mich rum sind, das war wirklich sehr schön, sehr liebevoll und sehr dankbar für. Ansonsten habe ich echt gedacht, dieses Jahr, hallo, bin ich ausgesetzt in einer Alien-Welt oder ist es andersrum oder bin ich der Alien? Weil ich habe, also was ich dieses Jahr gedacht habe, weiß nicht, ob es euch auch so ging, wie sich Menschen verhalten, ey. Alter, also ich habe so viel so viel Verhalten erlebt von Menschen, wo ich dachte, was ist los? Also ist wirklich crazy. Also es heißt crazy, also ich meine jetzt crazy im Sinne von, was geht den Menschen vor? Ich habe keine Ahnung, also so viel verrückte Sachen, so viel Auseinandersetzung, wie ich noch nie in meinem Leben hatte, so eine Auseinandersetzung nach der anderen und aber gut, man soll immer das positiv sehen, aber ich habe das Gefühl, das hat mich völlig, habe mich nochmal richtig in meine Stärke gebracht und wo ich so denke, ja, was soll noch an mich geworfen werden, was noch, mache ich auch noch, erledige ich auch noch, kümmere mich auch noch drum, wird auch noch abgefrühstückt und aber wo ich auch, also für mich war das auch ein Jahr, wo ich denke, ey, was ist mit der Welt los? Was ist mit der Welt los? Was ist mit den Menschen los? Und sehr frustrierend, wirklich. Und gut, aber vielleicht ist es so ein Reinigungsprozess, wo wir alle durchgehen, Richtung 50, ich weiß es nicht. Aber ich fand es wirklich, also unfassbar, einfach nur sprachlos und ich habe wirklich so oft dieses Jahr gedacht, das ist nicht mein Planet, das ist nicht mein fucking Planet. Was mache ich hier? Ich weiß es nicht so. Ne? Also krass. Und haben sich auch noch viel mehr Sachen für mich abgeschlossen, geändert, wo ich so, keine Ahnung. Also meine Kinder sind ja jetzt groß und überhaupt, was, keine Ahnung. Fühle mich auch hier in meiner Heimatstadt irgendwie gar nicht mehr. Wo ist meine Heimat? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ist auch ein Gefühl von Freiheit. Mal gucken, ich bin gespannt, was jetzt die nächsten ein, zwei Jahre passiert. Keine Ahnung, vielleicht bin ich ganz woanders. Vielleicht bin ich in Berlin, vielleicht bin ich Timbuktu. Nein, Spaß. Aber ich weiß es nicht. Es ist
für ein Jahr, echt. Also es hat sich wirklich so viel Fäden nochmal abgetrennt und also wirklich krass, krass. Ja, was haben wir noch? Gut, was auch war, ich meine, ich rede da ja wenig drüber, aber es geht auch gar nicht so speziell. Also ich werde nicht groß über Corona reden, habe ich keinen Bock zu, aber Himmel, was mit der Politik los, ey? Ich war ja schon vorher skeptisch, aber mittlerweile, also ich habe null Glauben in Politik. Also wenn jetzt Bundestagswahl wäre, ich wüsste auch nicht, wen ich wählen sollte, ey. Libysche Partei, ich weiß es nicht. Also nichts. Also ich finde, das ist einfach nur noch Chaos und naja, gut. Was hatten wir noch? Ja, Sommer. Ja, und für mich war auch noch ein weiteres Highlight war, das Ding ist ja manchmal so schön und so nah, ne? So eine Wanderung irgendwie in der Moselregion. Richtig schön. Ich zwar so abgekotzt, also wir haben so abgekotzt auf dieser Wanderung. Es war so. Also, nächstes Mal wüssten wir besser, was man vielleicht ein GPS-Gerät mitnimmt und ich weiß nicht was. Aber es war der Hammer. Also, Deutschland ist eigentlich so schön, ne? Manchmal muss man gar nicht so weit verreisen, so. Genau. Ja, konnte man ja verreisen, war ja auch nicht viel möglich. Aber wir waren ja noch in Venedig, wer das mitgekriegt hat. Und, ja, es war auch super schön, Venedig total leer und ja, aber was musste natürlich sein? ich habe ja so ein Problem, was heißt Problem, ich lebe da schon lange mit, ich neige doch zu Flugangst, also mal ist die da, mal nicht irgendwie. Und natürlich sind wir nach Venedig in so einer scheiß Propellermaschine geflogen irgendwie. Und normalerweise habe ich meine Flugangst gut im Griff irgendwie. Und dann wurde nur was gebrabbelt da vorne von, ja, Gewitter, irgendwie so. Und wir hatten wirklich die Turbulenzen des Todes so irgendwie. Wo ich wirklich im Moment dachte, ey, das stürzt, ne? Wirklich, das, also auch im Flugzeug, wirklich alle Leute haben geschrien. Es hat nur noch hat geknallt, alles ist an die Decke geflogen, alle Kaffees sind an die Decke geflogen. Das ganze Flugzeug so. Aline hat keinen Flug, was musste Aline? Ich musste Aline trösten, weil sie auch echt. Ich dachte, was für ein Scheißflug? Was soll das jetzt noch? Und wo ich auch gedacht habe, okay. Weiß gar nicht, ja. Also wenn ich das überlebt habe, dann brauche ich eigentlich auch keine Flugangst mehr haben. Aber keine Ahnung, bin seitdem, kann ja auch nirgendwo mal hinfliegen. Ich hatte so viele Pläne, wollte eigentlich nach Japan, vielleicht Japan sogar Snowboard fahren, aber es kommt ja auch nirgendwo rein. Also geschweige denn, dass man zurück durch Quarantäne muss, man kommt ja nirgendwo. Ach Gott, ey. Ja, was hatten wir noch? Ach ja, das war auch irgendwas, haben vielleicht auch viel mitgekriegt. Die libysche Party musste mir wirklich buchstäblich 2 Stunden, bevor das losging, würde ich sagen, wegen dem Lockdown. Ich meine, ist klar, wenn das sein muss, muss es sein. Aber Himmel, hätte das. Weil ich denke immer, hätte es nicht so ein bisschen anders laufen können? 2 Stunden vorher, ey. Oh. Aber gut, es ist Jammern auf hohem Niveau. Also ich bin ja halb froh, dass ich so ein Online-Business habe. Und ja, was für ein Jahr, mir tun die Leute echt so leid, ey, das zu morgen haben. Also ich versuche ja immer, mein Lieblingsrestaurant noch zu supporten auch. Aber macht ja wahrscheinlich alle. Und echt, wenn man ein Restaurant hat oder Künstler ist oder ey. Boah, nee, ey. Wirklich krass. Oder womöglich ja, im Krankenhaus arbeiten muss jetzt auch alles. Aber was soll das alles? Was soll das alles? Echt, keine Ahnung. Was für mich tatsächlich gut war, habe mich noch nie so mit mir auseinandergesetzt, hatte auch noch nie, ich mag ja Spiritualität und hatte noch nie so viel innere Erkenntnisse, Erlebnisse, total spannende Sachen wie dieses Jahr. Also das finde ich, wo ich dachte, ja, vielleicht ist es auch dafür gut. Man geht nach innen, man geht nicht nur im Raum nach innen, man geht auch physisch nach, also nicht nur physisch, sondern auch ja, energetisch nach innen. Und also das fand ich sehr schön, sehr befriedigend. Ja,
Und habe aber auch wiederum, das war auch so, ich gucke auch gern so spirituelle Videos. Ich meine, wo ich es gesagt habe, das ist manchmal auch wie so Comics gucken, ne, wo ich so denke, also das hat mich auch ziemlich, wo ich so denke, ey, dann wird da, weiß ich nicht, was. Also das ist sowieso, ich wundere mich immer, wenn ich weiß nicht, ob ihr auch so spirituelle Kanäle guckt, da wird wirklich, einfach, weiß ich nicht, weiß auch gar nicht, was da manchmal so erzählt wird, also wo ich denke, boah, ja, okay, irgendwelche Vorhersagen getroffen werden, die alle nicht eintreten, irgendwie so. Und dann guckt man so, die sind ja durch die Decke gegangen dieses Jahr, ne, so spirituelle Kanäle. Und dann gucke ich so auf, wo ich so denke, okay, ist alles nicht eingetreten, okay, und nu. Und dann sieht man so die Like-Zahlen, also bin ich ja echt neidisch, muss ich sagen, da sieht man so 700 Likes, ein Dislike, und ich, what the fuck, ey, das ist, also, auch wieder, gab es auch viele fassungslose Momente bei mir und wo ich denke, Christian muss endlich mal aufhören. Ich neige ja auch manchmal dazu, andere Leute auf den Podest zu stellen, also in anderen Bereichen, wo ich denke, muss da echt mal mit aufhören, das ist einfach Quatsch und es ist einfach, überhaupt habe ich auch nochmal die Welt von Social Media nochmal anders kennengelernt dieses Jahr, wo ich einfach nur noch, also ich war dieses Jahr wirklich chronisch fassungslos und habe gedacht, was ist hier los? Also auch, könnt ihr auch denken, Social Media, YouTube, das ist so ein cooler Haufen, die sich alle mögen und alle, alles cool und man unterstützt sich gegenseitig. Das ist auch, also wirklich, das ist, nichts könnte weiter entfernt sein von der Wahrheit und ja, keine Ahnung, vielleicht ist es in anderen Bereichen so, ich weiß es nicht. Also, echt, also, obwohl ich auch da, ich habe auch das stimmt nicht ganz, ich habe auch da gibt es eine Bubble, ja, die mir sehr weitergeholfen hat dieses Jahr und waren ja viele abstruse Sachen, die sich aber, ja, sehr beruhigt haben, muss man auch sagen, jetzt zum Jahresende und wo ich aber wirklich gedacht habe, es ist verrückt. Ich habe auch irgendwann gedacht, ich darf, mach's jetzt auch, glaube, also ich gucke immer mal wieder rein, vieles macht Isabelle. Manchmal denke ich auch, man darf keine Kommentare lesen. Also ich kriege ja total viele schöne Kommentare, aber was wirklich manchmal geschrieben wird, das ist einfach so, das ist so, also jetzt gar nicht so schlimm, wenn jetzt einfach irgendjemand so einen Kack schreibt, das ist mir egal, aber so, wo man denkt, warum macht sich jemand dann die Mühe, sowas zu schreiben? Das dauert auch teilweise auch ganz lange Sachen, muss ja Stunden gedauert haben und wo man denkt, warum? Aber gut, das ist so, Menschen sind getriggert, das ist auch, was ich auch lernen durfte dieses Jahr, dass einfach das meiste einfach nicht mit einem zu tun hat. Menschen sind dieses Jahr sowieso durchgängig getriggert. Keine Ahnung, warum auch immer, was man und das, hab das wirklich nochmal lernen dürfen, wo ich echt ein Thema mit hatte, Sachen nicht immer persönlich zu nehmen, wo man einfach sagen muss, ja, Leute sind einfach, gehen durch ihre eigenen Prozesse, sind an ihrem eigenen Punkt und da kann die auch niemand von abbringen, irgendwie so, ne? Das ist, ja, keine Ahnung. Ja, und wenn ich auf 20, mich hat ja gestern jemand gefragt, was, ich hatte ja übrigens meinem Jahresvorschau, gibt es auch noch auf meinem Privatkanal, ich habe sehr richtig gelegen, und jetzt habe ich gestern gefragt, was siehst du in 2021? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich sehe da nur Chaos. Das heißt Chaos, dass die Veränderung gerade so schnell geht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sagen kann, was nächstes Jahr passiert. Und vielleicht wird das auch ganz schnell besser werden, alles. Vielleicht, ja, ballert es noch irgendwo noch stärker rein. Und vielleicht, also mir tut es wirklich leid um jeden Menschen, der durch diese Krankheit muss, ganz ehrlich. Ich finde es wirklich schlimm und, aber keine Ahnung, vielleicht gibt es einen guten Aspekt, dass wirklich, also ich habe das Gefühl, dass danach steht kein Stein mehr auf dem anderen, das ist alles, Politik wird nochmal ganz anders in Frage gestellt, Wirtschaft wird nochmal ganz anders in Frage gestellt, Bildung wird nochmal ganz anders in Frage gestellt, Arbeit wird nochmal ganz anders in Frage gestellt, Beziehungen werden nochmal ganz anders in Frage gestellt, weil auch Weihnachten jetzt, ne, ist doch wirklich eine Chance, mal ein echtes Weihnachten zu feiern mit, entweder mit sich oder mit wenigen Menschen, die man wirklich liebt, von dem Konsum wegzugehen, von dem ganzen High-Detail, von der ganzen Shiny-Glitter-Welt und ja, das ist auch wirklich eine Chance für einen, mal richtig in sich zu gehen, so, ne? ja, also
finde ich, das finde ich also ganz spannende Aspekte so in dieser ganzen Sache so. Ja, wo meine Arbeit hingehen wird, also ich habe auch das Gefühl, da wird sich was verändern. Ich weiß noch nicht richtig was. Ein paar Sachen haben sich da ja auch schon angekündigt und mal schauen. Also für mich ist es, ich glaube, ich darf wirklich sagen, dass ich den Begriff toxische Beziehungen wesentlichen Punkten, wie doll war es mir natürlich nie, nach Deutschland gebracht habe vor ein paar Jahren. Und ja, und es hat scheinbar, auch wenn sich viele da nicht auf mich beziehen, die ich offensichtlich inspiriert habe, ja, ist es ein Punkt, der jetzt wirklich in aller Munde ist. Und das finde ich gut, freut mich. Und ja, also, es geht ja auch Toxic, was heißt Toxic? Es geht um Täter-Opfer-Beziehung und das ist 3D. Und da meiner Ansicht nach wollen wir da raus, bis auf die Leute, die da nicht raus wollen. Die wollen halt eben nicht raus. Aber ich kann für meinen Teil sagen, ich will da raus. Ich will jetzt endlich in eine schöne neue Welt. Ich werde auch in meiner Bubble dran arbeiten. Was die anderen machen, kann man ja nicht beeinflussen. Ja, ist auch nochmal, wo ich gemerkt habe, das ist auch ein Jahr von, ja, also für mich war es, ich will jetzt nicht so in Details gehen, aber auch überraschend zu sehen, welche Leute im so in meinem Team sind und welche nicht. Also das hat auch viel geheilt nochmal für mich, auch was so Herkunftsfamilie angeht und aber auch viele Sachen, wo ich so denke, ja, offensichtlich ist es nicht mein Team und also für mich ist es nochmal ein Riesenbruch gewesen zu dem Leben, was ich, eher traditionellen Leben, was ich ja jetzt nicht unbedingt letztes Jahr, aber früher geführt habe, nochmal totaler Cut. Mich fragen auch, also hier im Speckgürtel Hamburg, so wie das heißt. Mich fragen auch die Leute gar nicht mehr, was ich mache. Das fragt mich einfach keiner mehr. Das ist einfach nur noch, wir wissen nicht, was dieser komische Typ da macht. Wieso sitzt er immer vor seinen Videos? Wieso macht er nur Videos? Wieso arbeitet er gar nicht? Wieso fährt er ein Ford Mustang manchmal? Also dreimal im Jahr. Wieso? Ich weiß es nicht. Und wir fragen ihn lieber gar nicht mehr, warum, wieso und warum er jetzt das hat und wieso. Ja, das ist, also, verrückt, das ist wirklich echt verrückt. Genau, aber, ja, trotzdem war es natürlich, ich bin ja auch, wie soll ich mal sagen, sehr, mag ja auch Thrill irgendwo und, also unter dem Aspekt muss man eigentlich schon fast wieder sagen, ja, es war wirklich ein thrilliges Jahr mit, wobei das Thrill eben sehr nach innen ging, so, ne, ja. Aber, ja, wie gesagt, was die Bubble angeht, hatte er wirklich ein tolles Jahr, auch mit der Aileen und, ja, es war wirklich richtig, richtig nice und, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht, irgendwie so, ne. Ja, ich bin, weiß es nicht. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal kommentiert, wie, was sieht die aus diesem Jahr aus irgendwie und ja, also ja, weiß ich nicht, manchmal kann man das Leben aber nicht ernst nehmen, nicht, obwohl es so ernst ist. Also freue mich über Kommentare und ja, ich muss mich jetzt mal ein bisschen fresh machen und wir werden uns bald hopefully wiedersehen.